Immerhin, wir haben es geschafft. Wir haben die erste Welt erfolgreich besiegt. Kann man das so sagen? Besiegt. Auf jeden Fall haben wir einen Gott gekillt. Einen keltischen Gott. Oder einen, nee, nordisch, keltisch ist was anderes. Liegen ja auch so ein paar Jahre zwischen. Guck mal, als nächstes kam ja, soweit ich noch weiß, das Reich der Illusionen oder so. Oh, hier sieht es wenigstens freundlich aus. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own. Was, wir sind dreimal schon gestorben? An imposter. And nothing is the same ever again. Wir sind dreimal. Ja, zweimal weiß ich. Also das eine Mal, weil Tutorial tot und einmal sind wir ja verbrannt. Aber wo war das dritte Mal? Oder ist das so eine Metapher, so der innere Tod, den wir hatten? Nein, ich wollte blocken. Nur nicht. Hat er gerade Zack gesagt? Auf jeden Fall können wir mit Fokus natürlich die Zeit anhalten. Schön, dass wir das auch endlich mal mitkriegen. So. Hui. Ich mag den Fokus. So, ich kick dich weg, du Sau. So. Boah. Meine Güte. Ich meine, das Kampfsystem ist nicht schwer zu beherrschen. Nur man darf halt nicht so da drauf smashen auf die Tasten. Das muss ich mir auch noch ganz derbe angewöhnen. Oha. Follow the path to Valravan and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Tja, wollen wir mal zum nächsten. Das Reich der Illusion. Valvran oder wie auch immer der hieß. Hm, hier sieht es ziemlich genauso aus wie auf der anderen Seite. Nur mit Deutsch. Was ist denn? So, was und das hätte ich gerne. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters,
Some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Thor, took a fair giant. Ja, ja, sabbel du mal Geschichtenerzähler. Wir haben Untertitel, wir müssen nicht daneben stehen. Oh, wie einladend, ein wunderschöner gepflasterter Weg. Ich trau ihm nicht. Ich geh erstmal hier lang. Okay, da ist dicht. Schade. Das Spiel hat mich veräppelt. Hier geht's auch lang. Also bevor ich zum Tor gehe, will ich mich erst hier umgucken. Man weiß nämlich nie. What's that? It's a door. No, it's not. Push it. Push it. Okay. Come on. She did it. Sie hat's geschafft. Yay! Was ist das denn? Ein Stargate. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Fluchtweg, falls nochmal irgendwie sowas kommt wie mit dem Feuer. Fokussieren, machen wir. Illusion hides the path to Balraven. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Vielleicht ist dafür das Tor da. Probieren wir es mal. Weil das Tor ist was Neues, was wir hier noch nicht im Spiel gesehen haben. Müssen wir vielleicht da durchgucken? Aha! Aha! Aber nice! Nice! Muss ich ganz ehrlich sagen, also das war jetzt nice. Okay, wir können nach oben, da ist eine Leiter. Anderen Weg gibt's nicht. Oh, kann ich ganz gut leben. Zumindest haben wir hier kein Feuer. Sondern nur Illusion. Was natürlich in Kämpfen böse werden kann, wenn wir nachher irgendwie 6, 7 Gegner auf einen Haufen haben und einer davon nur echt ist. Bin noch mal gespannt, wie hier der Boss wird. Ach nö, nicht wieder diese Darkness. Ich möchte aufmachen. Mach Tor auf. Ist mir so unheimlich hier draußen. Das sieht mir doch hier schon wieder so nach Gegnergebiet aus. Großer Platz, viel Platz. Kann ich das aufmachen? Oh oh. Oh nö, nicht, not you again! So! Komm du hinweg! So, ist jetzt Ruhe? Geht doch. Aber die Gegner werden zahlreicher und das macht mir auch so ein bisschen Sorge. Oh, yay, hier, ja. Also der liegt ja schon so ein bisschen...
glaube, der hatte explosiven Durchfall. So meine Vermutung. Kann ich jetzt hier durch? Zumindest leben wir noch, was ja auch ganz vorteilhaft ist. Wir sind bisher nicht mehr gestorben, seitdem mit dem Feier. Ah, müssen wir wieder was... Ach, nö. Valravan's power of illusion comes from Ravens. Allein Ravens. Kann ich hier hoch? To break his magic seal. Show me what you have seen, Trent. Aha! Das war vorher aber noch nicht da. Oder besser gesagt, es war vorher noch nicht weg. Das ist nur Feuer. Nein, das hier ist jetzt so ein bisschen der knifflige Part. Also von wegen mit Rätseln und sowas. Aha! Aha! Auch nice. Also jetzt mal seriously, wer denkt sich sowas aus? Ich hoffe nur, dass jetzt keine Gegner da unten mehr sind. Wir hatten jetzt schon genug Kämpfe. Jetzt kann ich doch aufmachen, oder? Kleines Rätsel, Tür auf, nächstes Rätsel. Oha. Okay, er speichert, dann lassen wir gerade die Stimmen in unserem Kopf zu Ende reden. Also viel Holzverlücken hat die Gute aber nicht. Na gut, ist auch nicht schlimm. Wieso guckt er? Ja, beim nächsten Mal machen wir weiter. Ihr wisst ja, ich nehme immer so einen Block auf, so halbe, dreiviertel Stunde. Das schneide ich dann und dann wird es hochgeladen. Und dann nehme ich weiter auf. Genau, so machen wir das. Oder es geht sofort gleich weiter, je nachdem, wie ich es halt zusammenschneide. Bis dahin, ich wünsche euch erstmal was und haut da raus. So, hier waren wir ja irgendwie irgendwo mal stehen gebleibt. Gucken wir uns doch mal um, was haben wir da? Oh, Holzbaum. Ah, herrlich. Ich laufe lieber erstmal da lang. Aber unsere Klamotten sehen auch immer schlimmer aus, finde ich. Wirkt ein wenig mehr zermodert. Oh, eine schöne Tanne. Ja, schöne Tanne. Ist das eine schöne Nordmannstanne? Ja, die wird bald gefällt, weil Weihnachtsbaum. Glaube ich, keine Ahnung. Sehr schön, ja. Oh, Holunderblüten und Hagebutten. Nee. Ah, Hagebutten. Nee. Überall Hagebutten. Und ein umgeplumpster Baum. Sach, sowas. So, was haben wir hier? Ein Loch in der Wand. Weißt du, Hole in the Wall. Immer diese Architekten, die können auch nichts mehr. Kann ich da lang? Nö. Oh, konnte ich gerade durch die Mauer linsen? Das will ich aber jetzt hier nochmal ausprobieren. Hier. Jetzt geht's nicht mehr, verdammt! Matsch, matsch. Naja, wenigstens trägt sie Schuhe und wir können uns die Schuhe auch hier im Grasele ab... Ich hab schon so eine Ja. Ja. Ich weiß, was zu tun ist. Ja, hör auf, mir ins Ohr zu flüstern. Wir sind hier nicht bei Hase. Mehr Kontakt! Stimme in meinem Kopf. Halt die Klappe. Ah. Senua, du hast echt Probleme. Darf ich dir das mal sagen? Was war? Ach so, hier bewegt sich was. Da gerade, what is this here? Der hängt so. Bin ich hier bei Blair Witch gelandet oder was ist hier los? Wieso hängt das da? Hängt sowas auf? Pfui, Deibel. Dass da noch ein menschlicher Schädel nebenhing, das... ach, pff. Ivo! Drauf wie Shisa! Ich meine... nee, wisst was ich meine. Warum kann ich da nicht rauf?
Warum? Ich will da unten drunter her. Ging denn hier nochmal crouchen? Hallo, Spiel, wie ging das nochmal? Ich bin sichtlich überfordert. Egal, dann gehe ich halt hier lang. Wenn das Spiel mich nicht anders lässt, dann gucke ich mich halt nach Alternativen. Also, wir hätten gar nicht. Geräusch. Hallo? Geräusche. Spitz. Hier ist ein Tor. Ne, erst umlinsen. Mauer, haha. Kaputt. Oh, Nordmantanne. Ja, schön, schön. Ne, sonst gibt es hier nichts. Also, wir werden durch dieses Tor. Wir schreiten durch. Ne, jetzt gehen wir durch die Pfütze. Mal schon sauber machen. Hier, so. Ja, schön. Haben wir schön gemacht. So. Senua. Was? Kriegst du die Tür nicht auf, oder was? Soll das? Mach die Tür auf! Dann halt nicht! Oh, Frau! Ja, ich darf das sagen. Und warum? Keine Ahnung, weil ich's kann. Ha! Das heißt, es muss ja hier irgendwas gäbe. Oder vielleicht... Wer hat das Ding so kunstvoll bemalt? Haben die Leute hier im Spiel Langeweile? Oi, der Witzker.